zur Frage meiner sozialen landwirtschaftlichen Identität. Also ich bezeichne mich schon ewig als Bauer und bin im Grunde genommen, dachte ich immer Gemüsebauer, aber eigentlich das, was ich im Schwerpunkt seit 1986 eigentlich betreibe, ist ein Bodenpflegesystem mit dem Gemüsebau oder dem Erfolg im Gemüsebau als Erfolgsmesser für das, was mit der Bodenpflege gut läuft oder nicht gut läuft. Das ist eigentlich so das Zentrale. Ich würde den Betrieb jetzt nicht unbedingt so intensiv vorstellen. Da gibt es auch bei YouTube von Urs Mauck in der Rela Viso oder wie das heißt, Reihe gibt es da mehrere Wurzlauf-Videos. Wer sich da näher informieren will, kann das gerne tun. Und ich würde jetzt einfach mal, das ist ein Bild von Google Maps vom Betrieb. Wir haben 1986 diese Fläche hier käuflich erworben mit 60, 70 Menschen. Und ich bin einer davon, und ich habe dann auf der Fläche, das sind 4 Hektar brutto, habe ich dann angefangen, nein, die Fläche geht hier. Auf diesen 4 Hektar habe ich dann angefangen, einen Betrieb aufzubauen. Das war nur ein Acker. Ja, aber da will ich gar nicht weiter drauf eingehen. Wir gehen mal gleich zum nächsten Bild, wo wir sagen, wo ich kurz mal sagen wollte, wie die Struktur so oberflächlich aussieht. Also 86 gegründet, 3 Betriebsleiterinnen, das ist meine Ex-Frau, meine Frau und ich. Das sind 2 Gärtnerinnen, 2 Auszubildende, 14,5 Hektar mittlerweile, 3 Hektar Freilandgemüse netto, diese 14,5 Hektar sind brutto mit Naturschutzfläche, 3.500 Quadratmeter Folientunnel kalt, dann machen wir seit 86 Wochenmärkte. Zunächst 3, ab 2003 5 und Solawi Schinkeler Höfe seit 2015 mit mittlerweile 200 Ernteanteilen. Das sind so die Eckdaten sozusagen der Geschichte. Eingestiegen, habe Soziologie studiert, bin in der Stadt groß geworden und habe im Rahmen des Soziologiestudiums sind wir dann in Bielefeld aufs Land gezogen und haben das, wie das in den 70er Jahren, Ende 70er Jahre so üblich war, dann so eine Land-WG gehabt und meine Freundin damals, die war vertraut mit so kleingärtnerischem Gemüseanbau. Dann haben wir da so einen kleinen Garten angefangen und der wurde dann von Jahr zu Jahr größer, dass wir uns dann selbst versorgt haben. Und das ist sozusagen, da gibt es noch so ein paar spezielle Erlebnisse, das ist der Keim meiner meiner Gemüsebauzuwendung. Dann, ich habe das Studium dann nachher irgendwann mal abgebrochen und eine landwirtschaftliche Lehre gemacht auf dem konventionellen Getreidebaubetrieb, der dann aber ein paar Jahre später auch Bio wurde. Also das muss nicht an mir gelegen haben. Habe dann 1986 hier auf der Fläche angefangen zu arbeiten. Und im Rahmen dieser Selbstversorgungsgeschichte habe ich dann während dem Soziologiestudium mir alle mögliche verfügbare Literatur über Ökoanbaugeschichten sozusagen, man kann sagen, ich habe die studiert irgendwie. Und da gab es ja sehr viele Erfahrungsberichte dann aus der Demeter-Szene seit 1925. Und ist egal, wo man gelesen hat, damals zentrales Moment von organischem Wirtschaften ist die Bodenpflege, Humusaufbau. Und das System, stand außer Frage. Also ich habe das zuerst, wie gesagt, mir theoretisch angeeignet, dann im Garten schon so ein paar Sachen praktiziert. Auf jeden Fall dieses theoretische Gerüst, also traditionell wie Ökoanbau aussehen soll, das haben wir dann gleich umgesetzt auf der damals hier, 16, 15, 13, 12, 14, das ist die Stammfläche. Das waren sechs Flächen. Da haben wir gleich schon ein Fruchtfolgesystem etabliert. Sechsfelderig mit 50% Futterbau und 50% Marktfrucht. Also 50% Gemüse, 50% Futterbau. Und Futterbau bei uns auf dem Betrieb, wir haben zwar schon sehr lange 2 Kaltblutpferde. Es ist auch zu kleinen Teilen wirklich Futterbau für die Kaltblutpferde da. Andererseits ist es Futterbau für unser Bodenleben. Und hier sehen wir einfach, das ist jetzt nicht die gesamte Betriebsfläche, aber das sind die 16 Felder, die bewässerungsfähig sind, ohne Probleme. Und da haben wir auch diese Aufteilung 8-mal Futterbau, die grüneren Flächen, und 8-mal Gemüseanbau und farblich abgesetzt. Das ist dann kann man schon sehen, wo die Starkzehrer verortet sind und wo die Schwachzehrer stehen. Und das Ganze ist in einer 16-felderigen Fruchtfolge, 16-jährigen Fruchtfolge organisiert. Konkret ist es eine Doppel-8er-Fruchtfolge mit einem 3-jährigen Kleegras am Anfang. Und wir haben ja gestern diesen wunderbaren Vortrag von Hermann Pernwieser gehört. Und
dieses organische Universum Boden. Also ich bin da nicht in der Lage, das so sozusagen kognitiv und im Detail zu erfassen. Das überfordert mich. Dazu bin ich zu sehr im Gemüse engagiert sozusagen. Aber es gibt so einen Schlüssel im Grunde genommen zur Bearbeitung oder zum Umgang mit Böden. Und das ist dann das Beispiel, wie das natürlicherweise aussieht. Und da haben wir ja diese vier Essentials, würde ich sagen, die eine große Rolle spielen. Das ist also natürlicher Boden, jedenfalls in unseren Breitengraden, ist immer dauerdurchwurzelt. Der ist immer mit organischer Substanz bedeckt. Es nimmt niemand eine Bodenbearbeitung vor. Das, was wir in der Landwirtschaft auch gehört haben, also minimalinvasive Bodenbearbeitung. Und viertens geht es dann um diese mikrobielle Dynamisierung und um die Förderung dieses gesamten Bodenlebens auf allen Ebenen, so komplex das auch immer ist. Aber diese Essentials dann umzusetzen, das ist im landwirtschaftlichen Bereich, glaube ich, ein bisschen einfacher. Die Frage der Dauerdurchwurzelung beim Gemüsebau, da stellen sich dann also etwas schwierige Probleme. Wir haben ja einen relativen Einzelbestand, wenn wir an Blumenkohl oder Rosenkohl denken im Anbau. Da wird das ja mit der Dauer und kompletten Durchwurzelung des Bodens ein bisschen kompliziert. Und da haben wir aber im Laufe der Jahre also Dinge entwickelt, die wir pflegen. Und da habe ich ein paar Bilder zusammengestellt. Ich bin nicht der beste Fotograf und wundere mich immer, dass es auf den Bildern nie so aussieht, wie ich das in live auf dem Acker sehe. Aber es geben Anhaltspunkte vielleicht für das, was ich euch erzählen will. Der Punkt der Dauerdurchwurzelung. Der Klassiker hier, Kleegras, ist natürlich wie gesagt, das klassische Humuspostulat, Humusaufbau durch Bodenruhe und organische Substanz. Das haben wir hier mit dem Kleegras ist das möglich und wir haben es also erfreulicherweise auch so strukturiert in der Fruchtfolge im Betrieb und von den Betriebsverhältnissen immer so gehandhabt, dass wir diese Kleegrasfläche im Moment mit 37%, glaube ich, in der Fruchtfolge haben. Jo. Die zweite Möglichkeit der Dauerdurchwurzelung, das hat jetzt noch nichts mit dem Gemüse zu tun, ist ja auch so ein Klassiker mit Wickroggen. Da haben wir natürlich die Möglichkeit da muss man wieder fruchtfolgetechnisch organisieren, dass wir den Platz schaffen. Bei uns hat sich bewährt, eine Wickroggenaussaat bis Ende August gibt wunderbare Bestände. Von der Verwendung des organischen Materials. Früher haben wir das einfach mal abgeschlägelt und eingearbeitet und Gemüse drauf angebaut, denn mittlerweile wird das alles zur Heulage gemacht und kommt in Form von Ballen, legen was ab und können das nachher als Mulchmaterial dann wieder einsetzen. Das kommt in diesem zweiten Postulat der Bedeckung mit organischem Material dann im natürlichen System entspricht das. Aber das ist so ein Klassiker. Dann haben wir noch, was diese Geschichten angeht, natürlich noch Sommerungsgründüngung hier. Das ist Buchweizen-Lupinen-Geschichte, wahrscheinlich noch mit Hafer und unter Umständen Rammtilkraut. Und also diese wird bei uns im Ende Juni, Juli gesät, auch nach dem Wickrocken. Wir haben da so ein Gründüngungsmodul drin, wo wir intensiv da Bodenaufbau betreiben, mittendrin in der Fruchtfolge nochmal. Soll aber auch nicht jetzt so das Exklusivthema sein. Wir haben immer Saatgutmischung bis zu 10 Mischungspartner in diesen Zwischenfrucht- und Futterbaumischungen. Und hier haben wir Schwerpunkt Lupine. Da haben wir hier ein Bild von der Lupine, eine wunderschöne Pflanze und die auch sehr wertvoll ist für den Bodenaufbau und für die Erschließung auch unterer Bodenschichten. Die ist ja mit ihrer Pfahlwurzel sehr, sehr aktiv und kann auch gestörte Bodenverhältnisse wieder aufarbeiten. Das ist also auch faszinierend zu sehen, sowas. Das sind diese Gemüse sozusagen unabhängigen Geschichten. Und hier haben wir, ich habe das mal Ackerbohne Spezial genannt. Das ist eine Ackerbohnendichtsaat in Dammkultur. Wir legen die Häufel im zeitigen Frühjahr an, wenn es trocken genug ist. Das ist hier eine Märzaussaat. Und als Vorfrucht für den Lagerkohl, den pflanzen wir Anfang Juni. Und da legen wir vorher die Dämme, also wir legen die Dämme in einem doppelten Verfahren an, in halben Damm, dann säen wir 600 Kilo Ackerbohne Dichtsaat auf die Fläche, also 600 Kilo Aussaatstärke pro Hektar, häufeln die ein zweites Mal an und pflegen hier die Dammflanken, pflegen wir mit der Sternreithacke, dass wir es sauber haben.
Und dann kommt hier, das ist dieses Feld, ist dieses hier, dann kommt dann vor der Kohlaussaat nochmal eine Bearbeitung. Entweder wird der Ackerbodenbestand denn abgeschlägelt, oder wir fahren auch gleich mit der Sternradhacke und für die Dammspitzen mit einer Umkehrfräse ganz flach drüber, dass wir dann dieses Pflanzbeet bekommen hier. Bei einer nicht so ganz exakten Bearbeitung oder bei feuchten Verhältnissen kann es auch schon mal sein, dass die eine oder andere Ackerbohne denn mit dem Kohl weiter zusammen weiter wächst, aber dann haben wir auch eine entwickelte Mischkultur. Dieser Ackerbohnenbestand hier ist auch eine Frühjahrsackerbohnenaussaat, die auch länger stehen durfte. Und da sieht man mal, was da an Massebildung tatsächlich möglich ist und erfolgt. Das ist also ein System, was sehr interessant vor stark zehrenden Kulturen ist. Kann man auch vor Kürbis oder vor Zuckermais oder vor Sellerie machen. Also da ist ein weites Feld des Einsatzes. Und diese Fläche hier ist nicht bewässerungsfähig. Und wir haben durch die Durchwurzelung in den Unterboden schon, natürlich haben wir die Anbindung an Bodenwasser, und das ist für die Kulturpflanze nur von Vorteil. Also eine sehr schöne Variante, die wir da hier auf dem Hof praktizieren. Ja, dann haben wir hier nochmal diese Dauerdurchwurzelungsgeschichten in den Folienhaus-Sachen. Das ist mal eine kurze Zusammenstellung nur. Das ist hier ein Klassiker bei uns, ein Buchweizen, der dann immer gesät wird, sobald Beete frei sind. Also sobald 4 Wochen Zeit sind, wird hier eine Grününgung ausgesät. Das ist hier ein blühender Buchweizen. Das sind Sommerungsgrününgungen. Hier haben wir eine Wintergrününgung, Zwischenfrucht. Das ist ein Roggen einfach, eine Roggen relativ Dichtsaat dann. Und die kann man eigentlich zu jeder Zeit säen. Und dann ist entscheidend, ob wir nochmal Sonne haben im Dezember, Januar oder eben nicht. Und je nachdem, was für Lichtverhältnisse wir haben, wächst der Roggen dann erheblich. Das ist also wirklich als Vorkultur, zum Beispiel vor Tomaten oder sowas, ist das wirklich nur ein Gewinn. Und hier haben wir auch wieder unsere Ackerbohne, und die steht bei uns im Betrieb vor Gurke und vor Paprika mit der Aussaatstärke von 800 Kilo. Die wird Anfang März gesät. Da muss man ein bisschen von der Fruchtfolge, vom Timing her sehen, dass man die Feldsalatkulturen, die dann schon Anfang März geräumt haben, dass die in dem Haus stehen, wo dann die Gurken und die Paprika hinkommen. Also länger stehende Winterungssalate, die müssen dann auf anderen Flächen stehen, zum Beispiel wo die Tomaten hinkommen. Wir pflanzen Mitte April Gurken und Paprika und Tomaten. Und das ist eine ideale Vorfrucht für, wie gesagt, Gurke und Paprika. Tomaten mögen bei uns hier keine Leguminose als Vorfrucht. Da kann man sehr schön die lang stehenden Winterungssalate dann platzieren. Ja, das sind ja, jetzt haben wir ja nur separate Stücke ohne Gemüseanbau. Der nächste Punkt ist, wo wir dann versuchen, da schon mal eine dauervollständige Durchwurzelung im Gemüse zu erreichen. Und da habe ich einfach ein paar Bilder mal zusammengestellt. Das praktizieren wir schon praktisch seit Ewigkeiten auch. Wir haben angefangen zu mulchen erst in der Fläche im Gemüse vor 7 Jahren haben wir die ersten Versuche gemacht. Aber vorher, seit 86, haben wir immer wieder diese Weißklee-Untersaaten im Kohl gehabt. Das war auch eine schöne Sache. Hier, dieses Bild habe ich nicht gedreht gekriegt. Das ist ein Rosenkohl mit Alexandrinerklee Untersaat. Und das hier ist eine Variante, die nicht wir uns überlegt haben, sondern die ich aus einer Jahresarbeit innerhalb der freien Ausbildung Norddeutschlands dann gefunden habe, sozusagen. Wir haben ja das Problem gehabt, dass wir mit den Untersaaten nicht unbedingt weiterarbeiten können, wenn wir anfangen zu mulchen, weil die Mulchschicht dann dieses Keimen der Untersaaten nicht möglich macht. Und dann tauchte die Idee auf, die Untersaat gleich mit in die Kultur zu säen. Und das ist hier in Alexandrinerklee eingesät in Kohl. Und der Effekt, der dabei entsteht, ist, dass der Klee muss dann so groß sein wie der Kohl, dann kann man ihn beim Pflanzen auch nicht unterbuddeln. Und dann wächst der Klee, wenn es optimal läuft, aus der Rosenkohlreihe in die Täler hier hinein und deckt es dann flächig. Also es kann auch dann nachher so aussehen, allein durch diese Untersaaten, die parallel mit dem Rosenkohl als Jungpflanze ausgesät wurden. Das ist eine sehr pfiffige, interessante Geschichte. Wie ich die ersten Ideen dazu gehört habe, habe ich gedacht, das ist ja gar nicht möglich. Aber dann habe ich gesehen, was da möglich ist. Und dann haben wir das
haben wir das auch probiert und das ist wirklich eine feine Sache. Man muss da vom Timing her genau arbeiten, dass man diesen Wachstumszustand des Alexandrinerklees parallel zum Kohl hinkriegt und dass der Kohl nicht einerseits nicht überwuchert wird, aber andererseits dann der Klee auch nicht zu klein ist. Hier haben wir eine interessante Geschichte. Nochmal, das betrifft zwar wieder jetzt eine Nachkultur, das ist nach Mais, aber das ist jetzt eine interessante Sache in Bezug auf minimalinvasive Bodenbearbeitung, beziehungsweise haben wir hier gar keine Bodenbearbeitung. Hier sind die ersten abgeernteten Zuckermaisbestände gewesen. Und wie der Zuckermais noch stand, bin ich nebenher gelaufen und habe sozusagen von Roggen hochgeschmissen und dann von oben wie so Regentropfen in den Mais fallen lassen. Und dann haben wir da den Zuckermais einfach nur abgeschlägelt und dann keimt hier flächig und komplett der Roggen. Ist eine sehr schöne Erfahrung, da brauchen wir gar nicht mehr in den Boden eingreifen. Ich habe das mal immer wieder in den letzten Jahrzehnten sozusagen probiert, hat aber nicht richtig geklappt, weil wir haben teilweise sehr schwere Böden, die sehr dicht waren oder sehr dicht sind. Mittlerweile, also der Zuckermais war hier gemulcht. Mittlerweile haben wir so eine entwickelte Bodengare im oberen Bereich, dass tatsächlich der Roggen, wenn er keimt, auch sofort wurzeln kann. Also dieser schwere Lehmboden ist in der oberen Schicht sogar, dass der Roggen offensichtlich keimt. Und hier haben wir noch eine zweite Variante hier neben. Da haben wir den Roggen gesät, den Zuckermais abgeschlägelt und Dinkelspelz nochmal als Mulchschicht draufgefahren. Einfach, um mal zu gucken. Also Mulch ist, mittlerweile bin ich der Meinung, Mulch ist immer, also ist immer gut. Und da probieren wir aus, was da möglich ist und was wir machen können. Ja, das sind kleine Impressionen. Dann haben wir hier jetzt unser Transfermulchsystem. Wir machen Transfermulch seit 1986. Das ist hier eine Rhabarberanlage 1986 angelegt. Ist die beste Kultur im Betrieb, wenigsten Arbeit. Die wird einmal im Winter gemulcht. Naja, eher 15 Zentimeter dick. Und im Frühjahr, wenn der Rhabarber so ein bisschen drückt hoch, dann wird der Rhabarber freigepuschelt und ansonsten wird nur geerntet. Hier haben wir ein paar Rhabarberblüten stehen lassen. Wir haben hier Bienen in der Nähe und das ist halt eine natürliche Oxalsäuregeschichte. Und ja, ich weiß nicht, ob das was bringt, aber in Bezug auf Varroa-Geschichten ist das vielleicht eine hilfreiche Geschichte, wenn die Bienen sich da bedienen. Jedenfalls war das die Idee, die dahinter stand. Ja, warum wir nach diesem erfolgreichen Kultur hier das nie geschafft haben, in die Gemüsefläche mulchtechnisch reinzugehen, das lag daran, dass ich mir nicht vorstellen konnte, wie wir die Fläche, hier ist ja alles Handarbeit, hier werden Ballen einfach nur abgerollt oder mit der Mistforke verteilt. Irgendwie, ich konnte mir das nicht vorstellen, wie wir das auf der Fläche hinkriegen. Und dann gab es aber so Aha-Erlebnisse, die vor 7 Jahren haben wir dann angefangen mit diesen Mulchgeschichten. Hier sehen wir die Anfänge. Wir haben am Anfang, ja, hier, man sieht es, einen Heulageballen am Feldrand und dann mit Schubkarre das Mulchmaterial aufgebracht. Das ist eine Zwiebelkultur hier und zweireihig gesteckt. Hier auf dem Beet hat man mehrere Arten und Weise, wie wir das gemacht haben, entweder gesteckt oder wir haben auch teilweise nur die Steckzwiebeln auf den Boden geschmissen und Mulch drauf getan. Das war eine klasse Geschichte. Da hat man allerdings, ist man auf händische Ernte angewiesen. Das ist der Nachteil bei der Sache. Aber das war eine sehr erfolgreiche Geschichte hier. Sehr gesunde Zwiebeln, sehr ertragreiches Stück. Robust und deutlicher Unterschied zu den nicht gemulchten Zwiebeln. Also das war unser Einstieg hier in diese Freiland-Mulchflächen. Wir haben seit 2003, seitdem wir Folienhäuser haben, da kommt gleich auch noch was, praktizieren wir dieses Mulchsystem in den Folienhäusern. Das sind jetzt Freiland-Mulchtechniken, die sich dann ein bisschen weiterentwickelt haben. Und zwar hier haben wir, das habe ich dann bei einem Video, ich glaube bei Johannes Storch gesehen, im Westerwald Dickendorf, Schlegelfeldhäcksler und Miststreuer. Wie ich die Bilder gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, ich habe doch auch einen Schlegelfeldhäcksler irgendwo rumstehen. Und dem Miststreuer habe ich sofort die Spurweite genommen. Und dann, ja, dann hatten wir die Materialien da. Und dann habe ich gesagt, okay, dann machen wir das. Und dann haben wir den Miststreuer so ein bisschen umgebaut mit der Schürze hier. Und dann haben wir angefangen, mit dem Schlegelfeldhäcksler diese Frischmulchgeschichten zu machen. Und hier auf dem Kohlstück sieht man, wie das geht. Da gab's hier noch über der Gemüsereihe haben wir auch noch so ein Rohr dann nach vorne, also über die Gemüsereihe laufen, damit die nicht so
mulcht werden, aber das halt sowas haben wir alles rausgebaut. Wir mulchen jetzt flächig auf die Kultur. Und das ist, wie gesagt, die eine Variante mit Miststreu, wo wir dann Frischmulch ausbringen können. Dann haben wir jetzt hier die anderen Varianten. Ich weiß nicht, ob die andere Technik gleich noch auftaucht. Das ist hier eine Geschichte, das war eine extrem interessante Anbaugeschichte mit dem Kürbis. Kürbis und Zuckermais auch 100% in Mulch. Und hier haben wir im Kürbis, habe ich ganz bewusst mal probiert, auch mit Stroh zu arbeiten in der Fläche. Wir haben mit Stroh immer im Gewächshaus gearbeitet, als zweite Mulchschicht bei den Gurken, weil die Heulage oder das Frischkleegras immer so schnell vom Bodenleben aufgezehrt wird. Da mussten wir mal nachmulchen, damit wir da nicht den Boden, also dass diese Mulchschicht dann wieder etabliert wird. Und das hat immer funktioniert und die Gurken haben nie negative, haben also keine negativen Auswirkungen im Wachstum gezeigt in Bezug auf das Stroh. Dann haben wir hier mal im Kürbis probiert, mit Stroh zu mulchen und alternativ mit Kleegrasheulage. Ne? Und kein Mensch das ganze Jahr über konnte mir sagen, welche Beete jetzt mit Stroh gemulcht wurden und welche mit diesen proteinhaltigen Kleegrasheulagen gemulcht wurden. Und hier war sehr viel Betrieb. Wir waren damals ja auch im Bundeswettbewerb Ökolandbau vertreten und auch die Jury lief hier rum und konnte auch keine von den Fachleuten mir erzählen, wo hier jetzt Stroh gemulcht ist. Ne? Wahnsinniger Bestand und sehr gute Ernte. Ich hatte natürlich notiert, ich wusste, wo Stroh ist und wo Heulage ist. Und das ertragreichste Beet war ein Strohbeet. Das weiß ich noch. Ja, sehr spannende Geschichte. Wenn man sich das hier natürlich an, wir werden gleich nochmal ein paar Bilder kriegen, wo wir das kombinieren, Mulch mit Untersaat. Wenn wir natürlich so einen Kürbisbestand haben, hat die Untersaat keine Chance. Aber hier hätten wir wieder die Chance nach der Ernte der Kürbisse, würde ich dasselbe machen wie beim Zuckermais. Da würde ich einfach Roggen streuen und abschlägeln und dann wird der Roggen über Winter dann den Boden durchwurzeln und grün halten. Wir ernten meist im September und dann hat der Roggen hier eigentlich genug Zeit, noch eine dichte Pflanzendecke auszubilden. Jo, und hier haben wir noch ein Bild. Das sind erste Versuche mit Mulch, auch Frischmulch in den Kartoffeln. Und wir sehen hier diese vier Reihen. Und das war schon komplett verrückt. Also das sind dieselben Sorten hier. Und wir haben dann im Juli, haben wir wie abgeschnitten hier nach rechts rüber Krautfäulebefall gehabt. Und die vier Reihen hier waren komplett gesund und blieben komplett gesund und wurden 14 Tage später erst von der Krautfäule, die dann von rechts eingewandert ist, befallen. Das war wie mit dem Messer geschnitten. Das war wirklich eine extrem interessante Erfahrung, wo, und das bestätigt ja jeder Mulchgärtner, dass die Vitalität der Pflanzen einfach unendlich zunimmt. Und wirklich faszinierend. Hier haben wir jetzt ein schönes Bild von einem Sellerie in Mulch. Ja, wir mulchen mittlerweile fast unsere ganzen Gemüsebestände draußen, die 3 Hektar, bis auf die schnell wachsenden Kulturen hier Radieschen und Salat und sowas. Wir machen nur Transfermulch. Wir arbeiten ja ohne externe Stickstoffe und wir sind in der Pflanzenernährung komplett angewiesen auf die Stoffwechselprozesse und die Dynamik der Stoffwechselprozesse im Boden. Deswegen müssen wir nach den Pflanzen den Boden schwarz haben, damit der Boden sich erwärmt, damit wir entsprechende Dynamiken da haben im Bodenleben, dass die Pflanzen gut ernährt werden. Und deswegen mulchen wir dann in der Regel mit dem Transfermulch 4 bis 6 Wochen nach der Pflanzung. Je nach Kultur gibt es da verschiedene große Fenster. So, dann haben wir hier, das war dieses Jahr, das ist ein Stück. Wir sind ja mit unserer Solawi Schindler Höfe sind wir eine Kooperations-Solawi von 5 Betrieben. Und das ist hier unser Ackerbaubetrieb, wo wir auch immer mit den Möhren gerne hingehen, weil wir da eine Getreidefruchtfolge haben, wo wir dann natürlich wildkrautmäßig also gar keine Probleme haben, wie man hier sieht. Ne? Das sind jetzt verschiedene Sorten, alles samenfeste Sorten. Das ist hier Solwiter und das sind hier nochmal vier oder drei Sorten, die in der Züchtung bei Christina Hänisch sind aus Wulfsdorf bei Hamburg. Und was ist hier sehen wir die ungemulchten Beete und hier habe ich mit Stroh gemulcht, Anfang Juli mit Stroh gemulcht. Das ist einfach auch das ist ein Temperaturschutz und Verdunstungsschutz und Boden, also Schutz gegen
alles Mögliche. Also Mulch behütet Böden. Das ist wie wirklich ein guter Hut schützt Böden vor ungemütlichen Witterungseinflüssen und ist natürlich Ernährung fürs Bodenleben. Also es ist nur gut und ja. Und das Faszinierende hier bei der Geschichte, die Solvita, die war im Ertrag bei 1000 Doppelzentner. Das ist eine samenfeste Sorte. Diese Sorten waren bei 750, 800 Doppelzentner pro Hektar. Das sind also ganz erstaunliche Ertragsgeschichten, die sich da vereinzelt zeigen. Wir haben mittlerweile also beim Gemüse ein relativ gutes, also normales Ertragsniveau irgendwie und wir haben immer mehr von Jahr zu Jahr diese Ertragsspitzen, diese Highlights. Das ist wirklich, ja, das ist wirklich schön zu sehen. Hier haben wir nochmal so ein schönes Foto. Das war ein Kohl mit Untersaat. Ja, einfach nur als Eindruck. Mulch im Folienhaus. Ja, wir haben wir mulchen auch alle zweireihigen Kulturen oder alle Kulturen, die länger stehen. Hier haben wir die Tomaten, die Gurken, die Paprika und hier ist Knoblauch. Und wir mulchen, wir haben überhaupt keinen, also nicht, wir haben eine Versorgung der Böden in den Gewächshäusern von durchschnittlich 4 Kilo organisches Material pro Quadratmeter plus dann die Torf, die Erdgeschichten von den Jungpflanzen. Und da haben wir ja beim Feldsalatpflanzen haben wir ja schon einiges, was wir da an Jungpflanzenerde in die Häuser immer bringen. Ich denke mal, dass wir von der Menge her bei 4 plus 2 liegen, also hochgerechnet. Also es könnte vielleicht auch ein bisschen weniger sein. Also 4 Kilo organisches Material, Heu, angewelktes Frischgelegras oder sogar dann auch Stroh. Hier haben wir eine Heulage. Und 4 plus 2 pro Jahr pro Quadratmeter. Wir haben, da zeige ich nachher nochmal ein schönes Bild, was dann mit den Böden passiert. Wir sind da beim Humusgehalt. Na, ich fange mal an. Wir machen ja auch Nährstoffuntersuchungen und wir sind hier in den Häusern gestartet bei Versorgungsstufe A und B, ganz normale DUFA-Untersuchung und sind jetzt überall in D, obwohl wir hier sehr gute Erträge generieren. Kurz mal so ein Ertrag von so einem Beet hier. Wir haben 70 pro laufende Meter Beet, 1,50 Spur, haben wir 70 Knollen Knoblauch geerntet. Als nächste Kultur dann 15 Kilo Staudensellerie und im Winter nochmal 2 Kilo Feldsalat. Das zu diesen Ertragsgeschichten, die da relativ üblich sind eigentlich, muss ich sagen. Ja. Ja, jetzt, ach so, noch eine Spezialität, eine kleine Mulch auf Zwischenfrucht. Hier ist als Versuch Winterroggen und Winterweizen gesät nach der Ernte. Und wir haben noch Kleegras-Bestände gehabt, wo wir dann keine Heulage gemacht haben. Das war am Anfang dieser Mulchgeschichten. Da haben wir einfach das Kleegras abgeschlägert und auf die Aussaat der Zwischenfrucht ge gemacht, auch also ausgebracht. Auch eine klasse, also wirklich tolle Geschichte. Es ist nur gut. Also es ist nur gut. Es macht nur Sinn und es tut dem Boden so gut. Das ist also wirklich faszinierend zu sehen, was da bei den Böden funktioniert. Und wir kommen ja vom Zwischenfrucht- und Futterbau und haben dann im Freiland vor 5 Jahren oder vor 7 Jahren mit diesen Mulchgeschichten angefangen. Und da hat die Bodenentwicklung nochmal einen richtigen Peak, also einen richtigen Schritt, eine richtige, also richtig heftig Dynamik entwickelt. Bei Johannes Storch war es andersrum. Der kam ja von dieser Mulchgeschichte und hat dann den Zwischenfruchtbau intensiviert. Und das hat da auch die unendliche Dynamik entwickelt. Und diese Dinge, Dauerdurchwurzelung und Bedeckung mit organischer Substanz gehören dazu. Okay, ich werde sehen, dass wir jetzt nochmal schnell an jetzt die Kombination dieser Geschichten kommen, weil wir haben ja das Dilemma bei den Gemüsekulturen, sagte ich ja schon, ein Einzelpflanzenbestand, der dann relativ wenig Wurzelmasse macht. Jetzt haben wir das Problem der Mulch, der Bedeckung mit organischem Material hingekriegt, aber mit der Durchwurzelung, Dauerdurchwurzelung der Böden. Da haben wir hier jetzt so eine Aussaatmischung mit Buchweizen und Phacelia, was wir da haben im Herbstporree. Durch Mulch durchgewachsen. Phacelia braucht nur eine dünne Mulchschicht, Buchweizen kommt überall durch. Also da sind wir noch auch am Probieren, was wie zusammenpasst, mit welchen sozusagen
Mulchstärken. Wenn man mit Stroh mulcht, in dem Falle haben die Zwischenfrucht oder die Untersaat aussaaten, ist leichter, weil Stroh mehr Licht durchlässt. Und wenn man dann entsprechend auch Leguminosen mit reintut, oder also wir haben auch gar keine Angst mehr vor Strohmulcherei, ehrlich gesagt. Also die Böden sind auch so aktiv und da gibt es auch keine Probleme. Ja, da haben wir nochmal so ein schönes Porree-Bild hier mit Mulch und Untersaat. Und das ist natürlich eine Pracht. Der Porree ist voll im Ertrag oder voll Ertrags. Den stört nichts mehr. Der ist weit genug und wir haben trotzdem eine komplett durchwurzelten Acker schaffen wir hier mit einem extremen Mehrwert für das ganze organische System Boden an der Stelle. Das ist also wirklich deutlich wahrzunehmen, wie sich diese und in Abhängigkeit der Mulchdicke und ob wir Untersaat in den Fahrspuren zum Beispiel haben oder nicht, entwickelt sich die Gareschicht nach unten hin. Die baut sich von oben nach unten auf. Das ist wirklich wunderschön anzusehen, ne, wenn man unterwegs ist. Hier haben wir dann rote Beete mit Strohmulch, auch eine ganz kleine Untersaat hier drinne. Das ist in den Möhren Untersaat ist schwierig, weil wir dann zur Ernte mit dem Unterschneider Probleme kriegen. Das haben wir noch nicht gemacht. Aber ansonsten probieren wir das bei allen Mulchkulturen relativ aus. Wir haben jetzt hier noch Hier haben wir auch Untersaat im Mais mit Mulch. Und das Eleganteste bei diesen Maisgeschichten, wenn wir zum Beispiel eine Kleegras-Aussaat haben mit Deckfrucht Hafer, dann lassen wir die Deckfrucht, also keimfähig werden in Hafer, schlägeln das hier drauf und bringen diese frisch Hafer, Ackerbohne, Sonnenblumen, Kleegras-Geschichte, bringen wir hier in den Mais. Und dann haben wir, wenn der Hafer keimfähig ist, haben wir tatsächlich eine Mulchschicht mit einer integrierten Untersaat drin. Das ist also auch ein klasse Verfahren. Hier haben wir jetzt noch wunderschön einfach der Sellerie mit der Zwischenfrucht Untersaat hier in den Tälern. Heulage-Mulch. Und so sieht das Ganze dann etwas später aus im Jahr. Da haben wir dann auch Sonnenblumen mit drin und Ramtilkraut und Buchweizen und ja. Wir streuen auch manchmal, ne, da haben wir es nicht gemacht, Alexandrinerklee aus. Ja, zur mikrobiellen Energie, da geht es, also wir haben auch, das habe ich jetzt letzte Woche noch beim Ackerrundgang gesehen, wir haben auch da, wo wir diese extrem schweren Böden haben und die Gareentwicklung wirklich relativ stockend verläuft, überall, wo wir eine Mulchschicht haben oder auch diese Untersaat im Gemüse gehabt haben, wenn wir in den Boden stechen, der Boden ist noch nicht so gar, der ist auch teilweise plackig, aber wir haben ohne Ende Porengänge und Regenwürmer drin. Das ist wirklich eine fantastische Sache. Minimalinvasiv Bodenbearbeitung dazu ganz kurz. Also wir pflügen seit 2000 nicht mehr und versuchen möglichst flach zu arbeiten, bis zu maximal 12 cm. Und wie gesagt, das Gemüse alles auf Dammkultur. Zur mikrobiellen Energie. Ja, einfach hier ein Bild. Das ist, wir haben ja unsere Pferde und da kommt eine dünne Schicht Pferde. Strohreicher Pferdemist kommt in die Häuser zu den Starkzehrern, also vor Gurke, Tomate, Paprika, Auberginen, eine dünne Schicht. Ja. Und wir sehen im Dampf, im Nebel hier, was da an Energie bereitgestellt wird durch diese Lebensform sozusagen. Ne? Ja, hier, das Feldsalatbild habe ich deswegen reingetan, weil wir ein ganz erstaunliches Phänomen haben. Nach der Tomatenkultur. Wir räumen die Tomaten Ende Oktober ab, haben seit Anfang September nicht gegossen. Der Boden ist fast mehlig. Wir schlägeln ab und bearbeiten mit der Spatmaschine ganz flach, 13 cm, arbeiten wir diese organische Masse ein. Dann haben wir so eine Mehlschicht da, so ein schwerer Boden, der trocken ist, wie Mehl. Da stellen wir die Feldsalattöpfchen drauf. Und wenn wir dann abends gießen und morgens ins Haus kommen, das ist vollkommen verrückt, dann ist der Boden geht auf wie Hefeteig und ist komplett verkrümelt. Das ist ein faszinierendes Erlebnis, der zeigt, was da also mikrobieller Power dann irgendwie aktiv ist. Das ist komplett verrückt, muss ich sagen. Und es ist immer wieder ein Erlebnis, das sehen zu dürfen. Ja, und hier, das hatte ich angesprochen, ganz am Anfang. Die Entwicklung der Bodengeschichten in den Gewächshäusern. Wir haben hier diese beiden Bilder. Das ist derselbe Boden.
Hier haben wir den, das ist zwischen unseren Gewächshäusern, also das ist der Ausgangsboden, sehr, wirklich sehr schwerer Lehmboden. Und hier praktisch, das ist ja Dauergrünland, weil wir immer nur abmulchen und liegen lassen. So sieht er aus und wird in Ruhe gelassen eigentlich. Da passiert nicht viel mehr mit. Und das ist unser Boden im Gewächshaus bei dieser 4 plus 2 Geschichte, also 4 Kilo organisches Material und wahrscheinlich sind es nicht mal 2 Kilo Erdpresstopferde, die da reinkommen pro Quadratmeter pro Jahr. Es wird ein bisschen weniger sein, denke ich. Aber auch egal. Wir sind gestartet bei 2,9% Humus und wir sind hier bei 7,5% Humus. Und wir haben sehr vitale Kulturen, sehr gute Erträge, sehr leichtes Arbeiten, sehr, ja, es sind sehr schöne, faszinierende Umstände. Und wenn ich das so nebeneinander sehe, kann man das, also ich kann das immer kaum glauben, dass was da möglich ist, eigentlich an Bodenentwicklung. Und unser Ziel im Grunde genommen ist es, im Freiland, wir mulchen die Gemüsebauflächen so mit so ab 1 Kilo, wenn wir nicht genug Material haben, ein Kilo bis, wenn wir es schaffen, dann 2 Kilo beliebterweise pro Quadratmeter organisches Material. Und da würden wir dann, ich würde da gerne auch mal gucken, wie wir die sozusagen die Mulchmengen Intensität erhöhen könnten, dass wir da wirklich auch auf eine höhere Mulchmenge kommen, damit wir langfristig auch diese Bodenentwicklungsprozesse hier provozieren können. Ja, das wäre so ein, ich weiß nicht, wie viel Zeit da jetzt ist. Das war so Ganz der. entspannt, ganz entspannt. Du Ja. bist fast schon zu schnell jetzt gewesen. Ja. Okay, die Viertelstunde hat mich dann in Panik Oh, versetzt. das tut mir leid. Das war Nein. nicht meine Absicht. Ja, ich weiß Aber nicht, so wie viele viel, ob da. Fragen. Ja, Es viele gibt, genau, es Fragen. gibt einige Fragen, aber wenn du jetzt sozusagen noch mal vielleicht ein paar Sachen machen möchtest, wo du rüber weggesprungen bist, dann gehen wir dann in 3, 4 Minuten zu den Fragen rüber. Ja, ich könnte ganz kurz erwähnen, da habe ich jetzt keine Bilder zu, die habe ich in einem anderen Ordner, einfach zu dieser minimalinvasiven Ja, Bodenbearbeitungstechnik. bitte. Wir haben ja auch da, wir haben ja auch heftige Maschinenausstattung gesehen auf Betrieben, ne? Wir arbeiten hier extrem rustikal. Wir haben also einen einfachen Gänsefußgrubber, der ein bisschen schwerer ist, der also auch exakt einzustellen ist, der flach und ein bisschen tiefer arbeiten kann. Wir haben eine Scheibenegge und wir haben so ein Euro-Jabelmann-Häufelgerät mit Dampfformblechen. Das ist eigentlich unsere zentrale Bodenbearbeitungsgeschichte hier. Bis in den Gewächshäusern noch die Spatenmaschine. Also wir haben da eine sehr, sehr einfache Technik und nichts großartig Kompliziertes. Und für die Tiefenlockung zum Beispiel, da können wir unseren Gruber, dann nehmen wir einfach zwei von den Zinken, der arbeitet vierzinkig, dann nehmen wir zwei raus und machen ganz schmale Schare dran und arbeiten damit dann etwas tiefer mal, um auch zum Beispiel Ortsteinschichten oder sowas aufzubrechen oder sowas, die wir hier zum Teil haben. Also da sind wir sehr, sehr ganz rustikal und einfach aufgestellt. Und ja, das dazu ganz kurz als Einwurf. Ansonsten können wir zu den Fragen übergehen. Ja, faszinierend, danke. Genau. Bei den Fragen würde ich vorschlagen, ich lese die vor. Wenn du mittenlesen möchtest im Chat, kannst du das natürlich auch auf der rechten Seite gleich tun. Und ich fasse so ein paar Sachen zusammen, wo es sich anbietet. Und ja, wir haben die erste Frage, die bei Mulch immer kommt: Was ist denn eigentlich mit dem Schnecken? Keine Probleme damit? Oder welche Probleme hattet ihr denn dabei? Nee, also das, die Frage, die wird mir ja auch häufig gestellt. Und also entweder hast du Schnecken oder hast keine Schnecken. Und ich habe eher den Eindruck, dass wir bei Mulch weniger Schnecken haben. Und zwar, also Schnecken haben wir immer, Schneckenprobleme, also bei den Gemüseflächen, die neben Kleegrasflächen sind, dann wandern die Schnecken von der Kleegrasfläche ein. Das ist ein Problem. Und ob da Mulch ist oder ob da kein Mulch ist. Wir haben eher die Möglichkeit, zum Beispiel bei dem Frischmulch, den wir dann mit dem Abschläger, mit dem Schlegelfeldhäcksler, ne? Da kann man ja einfach eine Tageszeit oder eine Frühtageszeit wählen, wo die Schnecken aktiv sind. Dann hast du ja schon mal einen Anti-Schneckeneffekt mit dem Schlegelvorgang. Also da kann man sich ein bisschen darauf einstellen. Also es wird weniger mit den Schnecken und wir hatten ja auch trockene Jahre und ist eigentlich, also ist ein Problem, was unabhängig vom Mulch ist. Wobei ich denke, der Mulch ist eher befördert, also Schneckenlosigkeit eher. Also ist aber nur ein Eindruck, ne? Persönlicher Eindruck. Zumindest klingt es so, als ob es nicht euer Hauptproblem sei. Nee, ist eigentlich, also weil ich weiß es früher noch, ich bin ab und zu abends um 10, 11 im Gewächshaus auch unterwegs gewesen mit so einem kleinen Küchenmesserchen und war als Schneckenjäger aktiv, weil das einfach zu viel war, ne?
Und das mache ich schon, das wurde immer weniger. Ne? Und was wir schon machen, ist, dass wir tatsächlich auch da, wo man in den Häusern ein Schneckenproblem auftritt, dass wir dann mit diesem Pheromol arbeiten. Ne? Das kommt vor, vereinzelt, aber vereinzelt. Ja. Ne? Ja, das deckt sich mit den Erfahrungen von anderen, wo Bodenentwicklung stattfindet, dass die Stecken nach und nach zurückgehen. Ja. Ja, die Frage, du hattest zu den Zwiebeln erwähnt, dass das mit dem Mulch so gelungen war. Weißt du, wie hoch die Ertragsunterschiede beim Transfermulch zum normalen Anbau waren? Nee, kann ich, haben wir nicht jetzt gezählt oder nicht gemessen. Vielleicht habe ich die Kistenzahlen aufgeschrieben oder so, weiß ich nicht. Ne? Aber die Frage, ehrlich gesagt, ist mir auch, die ist mir auch relativ egal, sozusagen, weil ich sehe die Effekte des Mulches auf dieses Gesamtsystem Boden. Und dann ist mir der konkrete Ertrag an der Stelle wirklich egal, weil das Gesamtsystem gestärkt wird und sich die Ertragsfähigkeit ja erhöht, prinzipiell. Deswegen ist die Einzelfrage und der Einzelertragsvergleich, den finde ich da müßig, ehrlich gesagt. Da möchte ich eigentlich gar keine Zeit drauf verwenden. Deswegen, also hier der Sellerie zum Beispiel, der ist mit, das ist ja letztlich ja leicht, der ist mit 600 Doppelzentner dabei, Hektar. Ja, und wenn die Gesundheit stimmt, ist Ja, das ja auch. total. Absolut. Ja. Du hast es gesagt, aber vielleicht noch mal einmal hier als auf die Frage, wo das Mulchmaterial herkommt und wie viel ihr davon benötigt pro Saison. Vielleicht, wenn es nicht ein Kilo hast, in Prozent der Fläche oder wie sich das eben ergibt. Ja, wir haben ja hier, ich gehe mal ganz nach oben gerade Genau. schnell, ich hoffe, es wird keinem schwindelig. Wir haben ja hier 50% der Fläche schon Futterbau. Kleegas oder Zwischenfruchtbau. Da haben wir schon mal 50%, wo wir dann beim Kleegas machen wir 3 Schnitte im Jahr, Minimum, ne? Und holen da schon einiges runter. Ich glaube, ich habe mal ausgerechnet, wir brauchen für die, ich habe das mal ausgerechnet. Diese Mulchmengen, die wir jetzt nicht selbst generieren können, da kaufen wir Stroh zu. Also der einzige Zukauf, den wir aktuell haben, ist Strohzukauf. Also wir betreiben da eigentlich einen Kohlenstoffimport hier im Betrieb, beziehungsweise mit dem Strohzukauf natürlich auch Kaliinput. Ne? Da sind wir jetzt nicht, haben wir nicht das Dogma, alles aus der eigenen Kraft wuppen zu müssen, sondern da behelfen wir uns an der Stelle. Ne? Wir haben jetzt, also ich sehe zu, dass wir einfach immer auf Vorrat arbeiten. Wir haben jetzt knapp 50 Heulageballen für nächstes Jahr schon liegen. Und wir haben, ich sagte ja, wir haben 10 mal diese 3000 Quadratmeter Gemüse. Das sind 20 Beete. Da braucht man 2 Ballen. Da braucht man 200 Ballen. Aber wenn man dann 2 Quartiere mit Salat abzieht, bist du bei 7 mal 20, also 140 Ballen. Heulage oder Stroh. Ne? Und wenn du dann das müssen wir mal zusammenstellen, hektarweise, was wir vom Kleegras holen, und dann weißt du, was wir ein Defizit haben. Also wir kaufen da auch ungeniert zu. Stroh, also Biostroh, ne? Ganz Ja. klar. Ja, ich verkaufe ja auch Gemüse, da geht ja auch was raus. Genau, wir kriegen da ja nichts zurück von unseren Mitessern. Das heißt, es ist tatsächlich eine Fruchtbarkeit des Bodens, die sozusagen sich da drin zeigt. Ja. Macht ihr vor den Mulchen immer noch mal einen Pflegegang oder in welchen Kulturen passiert es oben mit, in welchen ohne? Ja, ich sagte ja, das ist alles Transfermulch, ne? Und 4 bis 6 Wochen nach dem Pflanzen. Wir haben ganz normale Pflegegänge mit, versuchen das auch unkrautfrei zu halten, wie man zum Teil sieht dann. Und da haben wir halt Sternattacke im Dammsystem am Start, Sternattacke, Fingerhacke, Torsionshacke im Wesentlichen. Und wir haben jetzt ein Gerät zur Verfügung gestellt bekommen, Camming-Gerät. Das ist dieses Multi-Häufel-Instrument. Da bin ich mal ganz gespannt, Ja. was uns das noch bringt. Und Ja. wir arbeiten gerade an so einem ultraleicht Einachs-Geräteträger für diese Pflegegänge, vor allem in der Reihe, diese Fingerhacke, Torsionshacke. Das ist ja klasse. Das ist ja so hocheffektiv. Das ist ja fast schon wunderbar. Oh, spannend. Da werde ich dich später sicherlich zu interviewen zu euren Erfahrungen. Der Camming ist ja leider verschwunden, obwohl er gerade im Gemüsebau vielleicht nochmal ein interessanter Ansatz ist. Ja, genau. Hier war eine Frage nach der Düngung, aber es ist, wenn ich es richtig verstanden habe, kauft ihr irgendwelchen Dünger noch dazu? Ja, Kohlenstoff. Kohlenstoff, Futtermittel genau. fürs Bodenleben. Kohlenstoff ist sehr Okay. energiehaltig. Also wir düngen ja überhaupt nicht. Also das ist ja, also wir bewegen uns im Futtermittelbereich, ganz eindeutig. Also ganz bewusst auch. Ne? Wir Auch nehmen kein Gesteinsmehl sozusagen. Gesteinsmehl jetzt für den Kaltblüter,
als zum Futterzusatz wegen der Mauke. Okay. Und wir haben Gesteinsmehl, wenn wir mal irgendwie doch in den Gurken oder wenn da irgendwie pilzliche Geschichten auftauchen oder sowas, dass wir da Gesteinsmehl also stäuben können. Ah ja. Auf dem Acker jetzt nicht bisher. Überlegen wir aber. Aber da Ja. gucken wir uns die Bodenuntersuchungsergebnisse an, ob wir da nicht tatsächlich über die Aktivierung der Böden und den Kohlenstoffinput, den wir da haben, gerade davor sind. Wie gesagt, in den Gewächshäusern, nur mit organischem Material sind wir in Versorgungsstufe D und E, mit allen Nährstoffen, ohne dass da was reinkommt, außer organischem Material. Jo, bemerkenswert. Habt ihr Probleme mit weißen Fliegen im Kohl und was macht ihr dagegen? Ja, wir haben vor ein paar Jahren auch diese Kohlmotte hier gehabt. Die hat ja auch in ganz Nordfriesland und Dithmarschen da die Bestände attackiert. Die haben da ja auch gespritzt irgendwie. Die haben dann auch mal was gemacht, aber eigentlich nur sehr widerwillig. Und im Grunde genommen stellt sich bei uns irgendwann beim Kohl immer die Frage, ob wir die Netze nicht lieber abnehmen sollen, weil die Singvögel dann die Kollegen da wegpicken, ne? Das ist immer so ein bisschen die Frage. Aber im Grunde genommen machen wir nichts. Und ich kann mich jetzt letztens, ich weiß nicht, ob es letztes oder vorletztes Jahr war, mit Achim Holzinger, Gemüsebauberater hier in Norddeutschland. Wir liefen über den Acker und er sagte ganz erstaunt: Oh, ich habe hier gar keine weiße Fliege. War wohl ein Problem zu der Zeit woanders, aber bei uns, er war da ganz überrascht. Und ich kann mich an die Anfangsjahre erinnern, hier auf dem Betrieb, da kam immer so ein Phytopathologe von der Kieler Uni, der wollte Schädlinge suchen. Und der war einerseits ganz verzweifelt immer. Also der war auf dem Biobetrieb hier, weil wir ja nicht spritzen. Der war immer ganz verzweifelt, weil er nichts gefunden hat. Und andererseits war er ganz fasziniert, dass er nichts findet. Ne? Also das ist mit den Schädlingen, ist das irgendwie, die Schädlinge, die wir haben, sind in erster Linie Ja. Rehe und Hasen und so. Ne? Ah ja, okay. Und Wühlmäuse? Nee. Nee. Gibt's nicht? Ach. Ja, auf dem Acker nicht. Wir haben einmal ein Mäusejahr gehabt im Gewächshaus in den 20 Jahren. Da haben wir im Frühjahr Probleme gehabt, dass sie dann den Spinat gefressen haben. Und die Feldmäuse Die oder? fällt, ja. Ja. Ah ja. Nehmt ihr das Erntegrün aus den Gemüsekulturen auch irgendwie sozusagen, verwendet ihr das mulchweise oder was passiert damit? Also, das ist ja im Freiland, ist ja aufgrund der weiten Fruchtfolge sowieso, da bleiben die Erntereste auf dem Acker. Ne? Das, was wir bei der Solawi-Vorbereitung haben, das kommt natürlich auf den Komposthaufen. Ne? Und da setzen wir zum Beispiel auch Holzschredder mit ein, dass wir da. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Und die ganzen Erntereste in den Gewächshäusern, die bleiben drin. Die ganzen Tomaten bleiben drin, die Gurken, die Sclerotinia-Gurken, wenn da mal was ist, die kommen raus. Aber also das organische Material bleibt zu nahezu 100% in den Häusern. Die Reste. Ja, das ist auch relativ selten, glaube ich, aber das ist bei uns ja kein Problem. Ja, nochmal die Frage nach dem Ertragsunterschiede Kartoffeln. Ist das bekannt? Mit Mulch, ohne Mulch? Ja, das ist bei Kartoffeln, wir haben das einmal gemacht als Versuch. Wir haben dann aufgrund der Mulchmengen, die wir brauchen, haben wir gesagt, wir machen das ins Gemüse. Aber unser Kollege auf dem Ackerbaubetrieb, unser Solawi-Betriebskollege, der baut ja Kartoffeln an und der versucht flächig auch mit Mulch zu arbeiten. Und auch ganz klar wegen der Gesundheit, also wegen der Gesundheit der Kartoffeln. Und auch ertragsmäßig, aber der arbeitet auch sehr sozusagen bodenorientiert. Und der lag in den letzten Jahren, das kann man kaum glauben, aber der lag bei Kartoffelerträgen bis zu 400 Doppelzentner. Das ist heftig. Und zum Teil auch mit Mulch, zum Teil ohne Mulch. Da gab es aber auch keine Auswertung von. Aber wie gesagt, diese Ertragsfragen bei Mulchgeschichten sind zweirangig und systemisch stellen sich höhere Erträge ein. Das ist einfach, da bin ich absolut fest von überzeugt. Ja. Ich sehe, es kommen weiterhin laufend Fragen. Das wird jetzt nicht so einfach, einfach aufgrund der Zeit. Aber ich versuche mal ein paar Fragen rauszuwählen davon noch. Das eine ist, ihr macht alles in Dammkultur. Was sind für dich die entscheidenden Vorteile dabei? Ja, unser Einstieg war ja, unser Acker ist ja leicht hängig. Und ich hatte mit dem Miststreuer beim Mulchstreuen immer das Problem, dass der Miststreuer nicht spurtreu hinterherfährt. Ich hatte ja auch keine hydraulische Lenkung, dass ich das da, oder so eine hydraulische Verstellung, dass ich den in der Spur halten konnte. Ne? Dann habe ich gedacht, okay, wir brauchen ein Schienensystem auf dem Acker. Naja, klar, Kartoffel häufeln, da fährt der Trecker alleine. Ne? Und dann habe ich gedacht, okay, da müssen wir auf Häufeln anbauen. Und dann haben wir tatsächlich auf Häufeln angebaut. Und dann stellte sich heraus, dass das ganze Häufelsystem ja also wesentlich effektiver ist als ein Flachbeetanbau.
Also durch die höheren Belüftungen. Und du hast erstaunliche Phänomene in den Häufeln. Du hast es eigentlich, obwohl man eine größere Oberfläche hat, hast es tendenziell feuchter drin. Und du hast es sehr schnell sehr viel verkrümelter. Also da hast du sehr dynamische Bodenprozesse. Ist ganz klar, weil da mehr Luft drin ist, dann findet mehr Umsetzung statt. Was man auf jeden Fall, denke ich, beim Häufelsystem beachten muss, dass man die entsprechenden Umsetzungen ausgleichen muss mit entsprechender Menge organischem Material, dass man den Boden nicht runterwirtschaftet. Ne, dass man auf humuszehrende Bearbeitungsmethoden kommt da in dem System. Das ist das Zentrale. Und deswegen aber gucken, wie wir denn diese Versorgung mit dem organischen Material optimieren können und steigern können. Daher dann auch diese 50% Kleegras ungefähr in der Fruchtfolge. Die haben wir schon immer gehabt, auch als wir noch nicht gemulcht haben. Ja. Ja. Und das heißt, die bleiben auch einfach ein paar Jahre stehen, das Kleegras dann. Wir haben jetzt ein dreijähriges Kleegras und wir überlegen, also in Bezug auch mit dem Kömminggerät und was ja sehr attraktiv ist, eine Dauerhäufelkultur zu machen. Und da könnte sein, dass sich die Fruchtfolge dahingehend entwickelt, dass wir auf vierjähriges Kleegras gehen und dann eine vierjährige Dauerhäufelgemüsekultur dann machen können. Über diese Mulchgeschichten ist das auch also kein Problem, denke ich. Und diese Zwischenfruchtgestaltung und Untersaat und also diese Bodenpflege an der Stelle, das scheint mir eine attraktive Entwicklungsmöglichkeit zu sein. Jo. Was haben wir für Fragen? Ach so, genau. Frage nach, ob ihr bewässert und ob ihr Kompost erzeugt. Was? Ob ihr bewässert und ob ihr Kompost erzeugt. Ja, bewässern, das wird weniger. Also je mehr wir mulchen, desto weniger wird das. Und wir bauen mittlerweile auch wieder Gemüse auf nicht bewässerungsfähigen Teilstücken an. Da habe ich ja jahrelang von Abstand genommen, weil mir das zu riskant war. Ja. Beziehungsweise dieser Mulchgeschichten. Also ich habe am Anfang dieses Ackerbodenbild auch gezeigt auf der Häufelkultur. Das ist eine Fläche, die wir nicht bewässern können. Da gehen wir mit Starkzehren, also mit Lagerkohl und sowas hin. Und da bin ich relativ entspannt in Bezug auf die Möglichkeiten, die der Mulch bietet. Wir haben auch sehr positive Erfahrungen gemacht. Wir haben ja in einem absolut trockenen Jahr 2018, glaube ich, da haben wir auf einem Sandboden Möhren angebaut. Und die haben wir Anfang Juli ganz flach gemulcht mit so einem Naturschutzschnitt, also Farn und alles Mögliche, weil alles andere an organischem Material ging ja in die Kuhställe. Ne? Ja. Und da fielen im August 15 mm Regen und im September dann nochmal 15 oder 20. Und da haben wir pro Quadratmeter 4,5 Kilo geerntet, Möhren. Und nicht beregnet und gar nichts. Also ich bin da relativ entspannt und auch mutig geworden, muss ich sagen, was das angeht. Ja, Tobias fasziniert sozusagen, dass es hier den Humusaufbau von 2,9 auf 7,3, hat er geschrieben, ohne externen Kompostzukauf geschafft habt. Im Folienhaus, ja, das Im muss man sagen, Folienhaus. im Folienhaus. Ganz, ja, ohne externen Kompost, klar, ja. Aber Ja, das das heißt, geht. genau, weil ihr sozusagen natürlich auch von draußen das Material sozusagen reingeführt habt und damit das Bodenleben gefüttert, 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 ne? Genau. Ja. Ja, hier ist ja 4 Kilo organisches Material pro Quadratmeter, ne? Ja, ja. Da bist du dann bei 3.500 mal 4, 12, 14.000, 14 Tonnen. Ja, das sind ungefähr dann 30 Heulageballen oder was, die da jedes Jahr reinkommen dann, Auf ne? wie viel Quadratmeter dann? 3.500. Okay. Das ist Also schon das eine heißt, Menge. Aber das ist ja. ja, das sagt das Thünen-Institut auch, also dieser Kohlenstoffeintrag tatsächlich, also Humusgehalt fällt sich proportional, ne? Und ganz zentral ist auch diese Art und Weise des Ausbringens als oberirdisches Material, weil dann nämlich diese mikrobielle Verdauung möglich wird. Sobald man anfängt einzuarbeiten, stimmt das, funktioniert das System, glaube ich, nicht so. Das muss obendrauf liegen. Ne? Bin ich mir relativ sicher. Ja, das deckt sich ja mit den Erfahrungen von anderen. Hast du das Verhältnis zwischen sozusagen Geberflächen, Nehmerflächen? Ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hattest, aber so in welchen Größenordnungen es ist? Ja, diese 3 zu 1, da hatte ich auch gefragt, gestern bei dem Kartoffelanbau, ne? Und die 3 zu 1, das ist schon extrem gut. Also man kann auch bei 5 zu 1 liegen, ne? Aber wir machen das ja, also meine Haltung ist eher,
Es hängt ja auch dann vom Aufwuchs von der Niederschlagsverteilung und sowas ab, ob wir eine Frühsommertrockenheit haben oder was, ne? Mein Umgang damit ist, dass ich das nicht so auf den Punkt bringe, sondern dass wir möglichst viel Fläche dann auch mulchen wollen, auch wenn es nur eine dünne Mulchschicht wird. Dass wir dann einen anderen Verteilungsschlüssel aufmachen. Und gerade beim Gemüse über diese Untersaatkombination mit dem Mulch sind wir ja auf einer sehr, haben wir ein sehr flexibles System dann an der Stelle da. Und das ist eigentlich eher entscheidend, dass man da kein Rezept hat, keine statischen Umstände, Zustände, sondern dass man jeweils das Mögliche dann tut. Ne? Und wie gesagt, meine Theorie ist da dann möglichst viel auch dünn zu mulchen. Und was wir ja auch machen, wir legen uns tatsächlich Strohvorräte an. Wir haben hier in der Regel 20 Tonnen Stroh in Rundballen liegen, ne? Die wir einsetzen können. Ne? Als Vorrat, Futtervorrat fürs Bodenleben. Jeder Milchbauer sieht zu, dass er einen Futtervorrat hat, ne? Damit er Problemsituationen überbrücken kann. Und dasselbe Prinzip machen wir auch hier. Ne? Ja. Was von der Geräteausstattung noch ganz interessant ist, vielleicht hier, wir haben für die Heulagebereitung wahrscheinlich so eine Ausstattung wie so ein 70 Hektar Milchviehbetrieb. Das ist für einen Gemüsebaubetrieb natürlich so ein witzig irgendwie. Ja, das ist tatsächlich genau. Und ja. Damit zeigt sich auch die Veränderung, ne, dass ihr das, was du sagtest, dass du dich eigentlich als Bodenlandwirt verstehst, ne, und als Boden sozusagen des Boden fütterst und dafür sorgst, dass der Boden dem Boden gut geht. Ja, als letzte Frage noch sozusagen, habt ihr Komposttee und EM? Arbeitet ihr damit? Habt ihr damit gearbeitet? Wir arbeiten immer wieder mit EM, auch bei den Kaltblütern, aber jetzt im Freiland nicht. Im Freiland, ich habe so ein bisschen die Theorie, das Zentrale bei diesen bakteriellen Geschichten oder mikrobiellen Geschichten ist, dass man die Lebensumstände so symbiotisch gestalten muss, dass sie sich selber vermehren. Das machen sie ja explosiv dann, ne? Also das ist eher mein Ansatz, dass ich sage, okay, das ist ein bisschen so wie beim Sauerkraut, ne? Die Milchsäurebakterien, die sind da und bei den entsprechenden Gestaltungen der Lebensverhältnisse, dann vermehren sie sich sprunghaft. Und mir geht es eher darum, nicht das zu importieren, sondern sozusagen die Lebensverhältnisse für diese Lebewesen so zu gestalten, dass wir da sehr gut miteinander klarkommen. Das ist so eher der Ansatz. Und da, wo ein Defizit ist, also wir haben zum Beispiel eine konventionelle Fläche übernommen, da haben wir auch sogar Kompost zugekauft, damit wir so eine Art Impfung vornehmen können. An der Stelle macht das ganz großen Sinn. Ja. Und da würde ich auch mit EM oder mit anderen Dingen arbeiten. Also mein Kollege aus dem Solavi-Betrieb, der setzt auch sowas flächig manchmal ein zur Flächenrotte und sowas, ne? Und wir haben schon mal mit zur Heulagebereitung mit Sauerkrautsaft was gemacht. Ist ja auch, ja. Eh, also, ja. Ne? Ja. Das, jo, wollen wir nicht. Aber im Prinzip lieber die Pflege der entsprechenden Lebenswelten sozusagen, ne? Ernährungsmäßig und von den Lebensbedingungen her, ne?